Früher war es nicht so leicht, wie ihr es jetzt habt. Als ich ungefähr im Alter des kleinen Michael hier war, habe ich bereits gearbeitet. Was hast du denn gemacht, Oma? Während des größten Teils meiner Kindheit habe ich meiner Mama beim Nähen von Arbeitskleidung für die Bauern geholfen. Ich wünschte, ich hätte schon einen Beruf. Ich hasse die Schule und mein Taschengeld ist armselig. Mit deinem Taschengeld hast du mehr, als ich fürs Nähen von Kleidung bekommen habe. Mir wurden 30 Cent pro Teil bezahlt. Was? Warum hast du dir denn dann überhaupt die Mühe gemacht? Ich musste meiner Mama helfen. Ihr wurden 2 Dollar pro Teil bezahlt. Aber zu der Zeit reichte uns das, um über die Runden zu kommen. Warum ist denn heute alles teurer, Oma? Ich glaube, ich bin noch nicht bereit, das zu erklären. Wenn du nach Hause kommst, frag mal deinen Papa nach der Inflation. Hat dein Papa es dir erklärt? Leider nicht. Mein Papa ist im Krieg gestorben. Damals in Spanien. Er hatte keine Zeit, mir viel beizubringen. Außer wie man ein Messer benutzt und wie man eine tolle Paella macht. Ich mag Omas gelben Reis. Ja, aber sicher, mein Hübscher. Morgen mache ich Paella. Na, was meint ihr? Ja. Warum seid ihr denn nach Amerika gekommen, Yaya? Zunächst einmal ist das nicht Amerika. Das sind die Vereinigten Staaten, die USA. Schon gut, schon gut. Warum seid ihr denn in die USA gekommen? Ein paar Jahre nachdem mein Papa getötet wurde, musste meine Mama mit mir und eurer Tante Fortuna vor den Faschisten nach Frankreich fliehen. Und dann sind wir in die USA gezogen. Was sind denn Faschisten? Ganz gemeine Leute, die niemanden mögen, der anders denkt als sie oder einfach nur anders ist. Gibt es Faschisten in den USA? So viele, würde ich sagen. Oh nein. Und was sollen wir machen, Oma? Tja, mach dir keine Sorgen. Ich werde euch alle beschützen. Ja, erzähl uns mehr Geschichten über Tante Fortuna. Wisst ihr, das ist der perfekte Ort dafür. Denn genau an diesem Strand habe ich eure Tante zum letzten Mal gesehen. Sie ist hier gestorben? Ich habe es dir schon 1000-mal gesagt. Deine Tante Fortuna ist nicht gestorben. Sie wohnt jetzt oben, bei den Sternen. Ach komm, Yaya. Ich bin inzwischen alt genug. Aber es ist wahr. Wir sind an einem schönen Sommerabend hierher gefahren. Nur wir beide und unsere Freundin Eva. Ich mag Eva. Sie gibt mir Süßigkeiten. Ich weiß, Eva war schon immer eine ganz Liebe. Fortuna hat sogar eine leckere Pizza gebacken. Und wir haben eine schöne Flasche, Traubensaft aufgemacht. Wein. Ja, Wein, Maria Fortuna. Ich will auch Wein. In der Nacht gab es diesen wunderschönen Meteorschauer. Also haben wir drei uns etwas gewünscht. Ich habe darum gebeten, dass meine Schwester glücklich ist. Sie war nicht glücklich? Sie hatte hier ein gutes Leben, aber sie brauchte mehr. Eure Tante ist magisch begabt. Sie hatte schon immer besondere Kräfte. Aber diese Welt war nicht bereit für all das, was sie zu geben hatte. Plötzlich sagte sie, ich möchte eine Hexe sein. Ich habe Angst. Nein, schon gut, Michael. Sie ist eine liebe Hexe. Dann stand sie jedenfalls auf und fing an, aufs Meer zuzugehen. Die Sterne fielen aus dem Himmel auf sie hernieder. Doch sie stiegen auch auf, um sie vom Meeresgrund in Empfang zu nehmen. Sie ging weiter, bis sie im Wasser verschwand. Dann ist sie ertrunken. Nein, sie wohnt jetzt bei den Sternen. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Ihre Leiche wurde nie gefunden, also ist sie nicht ertrunken. Sie ist jetzt an einem magischen Ort und sie passt auf uns auf. Warum kommt sie uns denn nicht besuchen? Das weiß ich nicht, Schätzchen.
Hallo, Fortuna. Oh nein, du bist verärgert. Inzwischen bin ich wohl eher ernüchtert als verärgert. Wann hattest du vor, mir zu erzählen, dass du wieder Besucher empfangen darfst? Ah, okay. Ich muss sagen, ich habe inzwischen ein paar Theorien. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie überhaupt realistisch ist, dass das, was ich denke, was passiert, hier auch wirklich passiert. Ich glaube, das alles ist eine Geschichte von Maria Fortuna, die versucht, den Tod ihrer Oma Patrice zu verarbeiten oder eben ihr Leben nochmal wiedererzählt. Denn wir haben so viele Anzeichen dafür bekommen, dass Fortuna, also unsere Hexe, wirklich gestorben ist. Auch wirklich im Wasser ertrunken ist. Denn sie hat auch mal gesagt, dass sie das Element Wasser besonders fürchtet. Und wir wissen, dass Patrice eine Autorin war. Das wurde in ihrer Grabrede explizit erwähnt von ihrem Lektor. Es könnte also sein, dass Maria Fortuna die Geschichte ihrer beiden, naja, also einmal ihre Großmutter und eben Tante Fortuna nacherzählen will und damit auch in die Fußstapfen von Patrice als Autorin geht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das werden wir noch herausfinden. Was ebenfalls interessant ist, wir sind bald dabei, alle Charaktere aus dem Intro gesehen zu haben. Patrice wurde nämlich auch gezeigt. Die einzige Person, die einzige Hexe, die noch fehlt, ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine große Baumgestalt. Und eine andere Kleinigkeit ist mir ebenfalls noch eingefallen. Und zwar verspeist Abrama im Intro eben die Hexe Aidana. Und jetzt überlege ich, ob es eine gute Idee ist, zu sagen, okay, lasst bitte Aidanas Leiche im Weltall herumfliegen, damit sie verzehrt werden kann von prinzipiell allen Hexen. Oder ob es explizit auch eine falsche Entscheidung wäre, zu sagen, wir sollen alle Aidana verspeisen, weil vielleicht kommt Abrama genau zu diesem Zeitpunkt zu dem Hexenzirkel und wird das dann tun. So oder so, vielleicht haben wir hier gar keine Einflussmöglichkeit. Schauen wir uns nun also an, welche Option wir haben, um mit Patrice zu reden. Das Ganze war kompliziert. Das ist ein sehr generisches, ja, Entgegnen. Wann kann man ihr es erzählen? Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das Ganze ist kompliziert. Naja. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst, bevor ich aus dem Schlamassel schlau geworden bin. Das ist schon wieder ein bisschen empathisch als Reaktion und könnte sie milde stimmen. Und am Ende, mir war nicht klar, dass ich dir über jede meiner Regungen zu berichten habe. Nein, also wir haben zumindest bisher, was die Vergangenheit angeht, von den beiden nicht mitbekommen, dass das eine schlechte wäre. Die beiden Schwestern lieben sich, also würde ich denken, dass wir die Mitte als Wahl treffen sollten. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst, bevor ich aus dem Schlamassel selbst schlau geworden bin. Du hast es also geschafft, in ein neues Schlamassel zu geraten, selbst in der Verbannung. Ich weiß nicht, warum es mich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch kümmert. Was muss ich tun, damit du deine große Schwester einweist? Habe ich dich je im Stich gelassen? Ach komm, Patrice, das habe ich dir doch schon zu oft erklärt. Ich weihe dich ein. Es ist nur so, dass ich es nicht mag, gerettet zu werden. Und du machst dir meine Probleme immer zu schnell zu eigen. Ich möchte, dass du meine Freundin bist und nicht etwa meine Mutter. Wobei sich selbst unsere Mutter nicht so sehr eingemischt hat wie du. Oh, ich weiß. Was glaubst du, wer dir die Windeln gewechselt und dich zur Schule gebracht hat? Nicht das schon wieder. Hör mal, es ist 2 Jahrhunderte her, dass ich dich zuletzt gesehen habe. Warum überspringen wir diesen Teil nicht einfach und gehen zum angespannten, aber herzlichen Gespräch über? Na schön. So,
Wie läuft's mit der Arbeit? Ja, das ist auch so das Erste, was ich meine Schwester fragen würde. Nach 2 Jahrhunderte nicht sehen. Na, geht's dir immer noch gut im Bürojob? Alles schön bei euch? Hast du eine Beförderung bekommen? Also bitte. Wie geht's, Juliette? Seid ihr noch zusammen? Das klingt wie eine Option, die perfekt dazu geeignet ist, dass wir direkt in ein Fettnäpfchen treten. Daher nehme ich die letzte. Behältst du deine Nachkommen noch im Auge? Nö, das ist mir vor ein paar Generationen zu langweilig geworden. Es war mir wichtig, über Maria Fortuna, Eric, Michael und die anderen zu wachen. Und ich war wirklich neugierig, wie sie ihre Kinder aufzogen und was aus ihnen allen wurde. Vielleicht der Ego-Trip, sein eigenes Vermächtnis zu erleben. Doch irgendwann verlor all das Bedeutung. Es war nur noch Voyeurismus. Fremden bei ihrem täglichen Leben zu sehen. Sie haben aufgehört, von dir zu reden, hm? Halt die Klappe. Ich kenn dich doch zu gut. Nervensäge. Ach so, und auch das ist wieder immer genau dasselbe. Wir müssen eh alles durchspielen. Wie läuft's denn mit der Arbeit? Sie ist ziemlich aufregend, ehrlich gesagt. Mein Team und ich haben einen der bekannten Ränder dieses Universums erkundet. Scheiße, das klingt ja gefährlich. Wir haben die verbotene Tür zum Vergnügen lokalisiert. Keine Sorge, wir kennen die Geschichte. Keine von uns schaut durch das Schlüsselloch. Obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, ich könnte es aushalten. Den größten Teil meines sterblichen Lebens habe ich doch darauf verwendet, Genüsse in allen Facetten zu erkunden. Etwas mit dieser Tür zu machen, kommt mir daher wie der nächste logische Schritt vor. Einerseits möchte ich dir das ausreden, aber andererseits glaube ich auch, dass es dir bestimmt ist, diese Tür zu zähmen. Vielleicht mache ich das, allerdings nicht allzu bald. Jedenfalls nicht, bevor sich die Unruhen rund um diese Wahl gelegt haben. Oh, wir könnten jetzt auch sagen, genug aufgeholt. Aber wenn wir die letzte Option auch noch nehmen können, warum nicht? Wie geht es denn, Juliette? Seid ihr noch zusammen? Nein, das musste zu Ende gehen. Wir haben uns vor ungefähr 50 Jahren getrennt. Was war denn los? Sie hat sich freiwillig der Schlichtungsbehörde angeschlossen. Ist das zu glauben? Aber warum hat sie das denn getan? Sie war überfordert von dem, was eine Hexe ausmacht. Der ganzen Freiheit, der Ziellosigkeit. Bei der Frage, wie sie ihre Zeit nutzen sollte, war sie sehr von mir abhängig. Doch es liegt mir nicht, irgendjemandes Dirigentin zu werden. Solange sie zu tun hatte, war alles prima. Doch immer, wenn ich meinen Freiraum brauchte, erlitt sie schwere Angst- und Depressionsschübe. Sie wusste, dass sie uns beiden schadete, und letzten Endes bestand ihre Lösung darin, ihre Freiheit aufzugeben. In ihren Briefen hat sie mir geschrieben, durch die Arbeit als Schlichterin eine Aufgabe und einen Zweck gefunden zu haben. Wie schade. Naja, jeder auf ihre Weise, schätze ich. Existenzangst ist eine unter Hexen weit verbreitete Krankheit. Die Ironie der Unsterblichkeit. Genug aufgeholt. Und was ist mit dir? Was hast du dieses Mal angestellt? Was willst du damit sagen? Irgendwas Peinliches, Gefährliches oder Verbotenes? Da bin ich mir sicher. Oh, wir könnten sagen, dass ich Abrama ihr zeigen soll. Eine Schlichterin hat meine Strafe revidiert, weiter nicht. Mir geht's gut, das muss reichen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Sollen wir sie da einweihen? Also die zwei anderen Sachen, die erscheinen mir so irrelevant zu sein. Das in der Mitte würde sie vermutlich nicht glauben, dieses weiter nichts.
und mir geht's gut, das muss reichen ebenso. Aber wir können ihr doch nicht einfach Abrama zeigen. Oder etwa doch? Na schön. Zeige dich, Abrama. Heilige Scheiße, Fortuna. Ein verdammter Behemoth? Freut mich, dich kennenzulernen, Patrice. Und das Ding redet? Was soll das heißen, das Ding redet? Wir Behemoths haben die Sprache erfunden, verflucht. Außerdem bin ich kein S. Bitte, bezeichne mich als er. Was hast du getan, Fortuna? Mittlerweile... Ich weiß wirklich nicht, was wir hierbei genauer sagen sollen. Ich habe getan, was ich tun musste, um zu überleben. Das stimmt einfach nicht, oder? Ich glaube, wir sollten ehrlich sein. Es tut mir leid, ich war verzweifelt. Scheiße. Ich schwöre, ich werde Aidanas Leiche finden und ihr noch nachträglich in den Arsch treten. Das ist ihre Schuld. Tut mir leid. Was geschehen ist, ist geschehen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir dafür sorgen, dass du am Leben bleibst. Denn etwas so Großes wird bestimmt durchsickern. Und ich werde nicht zulassen, dass die Existenz meiner kleinen Schwester ausgelöscht wird. Die Wahl muss uns als Gelegenheit dienen, dir den Arsch zu retten. Ich kann damit beginnen, ein paar Gefallen einzufordern. Mal sehen, ob wir dich vielleicht ins Rennen bringen können. Patrice. Was? Du machst es schon wieder. Hör auf. Das ist mein Schlamassel. Ich kann damit selbst klarkommen. Ein Scheiß kannst du. Sieh doch nur, in welche Lage du dich gebracht hast. Ich bin Jahrzehnte vor dir Hexe geworden. Auf Nachhilfe von dir bin ich nicht angewiesen. Auf der Erde magst du meine große Schwester gewesen sein. Doch das ist vorbei. Eigentlich bist du jetzt die kleine Schwester. Also nimm deinen Platz ein. Was hast du da gerade gesagt, du undankbares Stück Scheiße? Du hast mich schon verstanden. Ich bin an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn du mich bei diesem Behemoth-Problem unterstützt, könntest du auch bestraft werden. Ich habe es nicht mal meinen besten Freundinnen erzählt. Deswegen wollte ich nicht, dass du mit reingezogen wirst. So eine verfluchte Frechheit. Ich brauche deine Hilfe nicht. Je eher du das verstehst, desto besser. Warum hast du mich dann zu einer Hexe gemacht? Ich habe dich nicht zu einer Hexe gemacht. Es war dir bestimmt, eine zu werden. Wie oft müssen wir das noch durchgehen? Ich habe doch nur aus den Karten gelesen. Moment. Was? Oh mein Gott. Geht es dir gut? Ich habe dich doch zu einer Hexe gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Es tut mir so leid, Patrice. Was faselst du da? Plötzlich tut es dir doch leid? Was ist hier jetzt los? Scheiße, dein Knochenkrebs. Scheiße, mein verdammtes Leben. Fortuna, bleib ruhig. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe kürzlich etwas über meine Wahrsagung erfahren, das... Naja, es ändert alles. Was ist denn los? Ich lese nicht. Ich schreibe. Was zur Hölle soll das nun wieder bedeuten? Aidanas Leiche hat mich kürzlich aufgesucht. Sie hat mir gesagt, warum sie mich in die Verbannung schickte und mir meine Karten abnahm. Ich blicke nicht in die Zukunft. Ich entscheide sie. Ich schmiede, was vor uns liegt. Ich habe dich getötet. Jetzt aber mal langsam. Damals waren wir Kinder. Du bist nicht verantwortlich für mein Schicksal. Ganz gleich, welche Kräfte dahinter stecken. Ich habe dir den beschissenen Krebs verpasst. Halt die Klappe.
Ich hatte ein tolles Leben. Wenn nicht Krebs, dann wäre es vielleicht ein Verkehrsunfall gewesen oder eine Nachwirkung der ganzen Drogen, die ich genommen habe. Ich mache dich für nichts davon verantwortlich. Trotzdem, es tut mir so leid. Außerdem hattest du recht, du hattest die ganze Zeit recht. Ich habe dich zu einer Hexe gemacht. Ich konnte nicht ertragen, dass du stirbst und habe deine Seele ins Weltall gezehrt. Nun, dafür mache ich dich verantwortlich. Nicht, dass ich es hasse, eine Hexe zu sein. Es ist besser als ewiger Schlaf. Allerdings finde ich, dass du mir etwas schuldig bist. Du musst mich einweihen. Du wolltest mich so sehr wieder in deinem Leben haben, dass du mich aus der Umarmung des Todes herausgerissen hast. Jetzt steh also auch dazu. Das ist zu viel, Patrice. Ich möchte nicht mehr aus den Karten lesen. Die Verantwortung erdrückt mich. Hör mal. Ich verstehe, dass deine Kräfte ein gravierendes ethisches Problem aufwerfen. Aber wir sind nicht mehr auf der Erde. Ich habe keine einzige Hexe kennengelernt, die nicht verflucht übermächtig ist und ihre Fähigkeiten für ihre Ziele ausnutzt. Du bist sowas wie eine Superhexe. Na und? Dann setz deine Kräfte ein, um Gutes zu tun oder so. Ich weiß nicht, Patrice. Ich finde, du solltest entsprechend handeln. Wie dieser Spinnentyp, den Eva so mochte. Große Macht zu besitzen und sie nicht zu nutzen, ist unverantwortlich. Ja, stimmt, das ist nicht ganz sein Spruch, aber ich weiß, was du meinst. Naja, du verstehst schon. Aber wo ziehe ich die Grenze? Je nach Einzelfall. Ich weiß, dass du ein gutes Herz hast. Es macht mir keine Angst, dich das Schicksal manipulieren zu lassen. Na komm, lies für mich aus den Karten. Wirklich? Zu welchem Thema? Blicke in mein Ende. Was? Nein! Komm schon, wir haben alle ein Verfallsdatum. Selbst Hexen. Schreib mir einen schönen Tod. Patrice, weißt du, mir darüber klar zu sein, wie ich sterben würde, verlieh mir damals Superkräfte, als ich sterblich war. Es ist sonderbar, aber ich vermisse dieses mächtige Grauen. Bitte, Fortuna, gewähre mir noch einmal Erleuchtung. Also gut. Ich liebe dich, Patrice. Ich liebe dich auch. Es ist also wieder soweit. Aber eins sage ich dir, das ist das letzte Mal, dass du mich dazu bringst, in dein Ende zu blicken. Wenn du wiedergeboren wirst oder so, kommst du selbst mit dem Schmerz klar, am Leben zu sein, so wie der Rest von uns. Abgemacht. Warte, wie funktionieren deine neuen Karten? Naja, für dich bleibt alles gleich. In mechanischer Hinsicht ist es genau wie Tarot. Aber ich habe diese Karten selbst erschaffen und Arcana darin eingefangen. Daher kann ich meinen Wahrsagestil genau abstimmen und bin nicht mehr so abhängig von den klassischen Tarot-Symbolen. Wow, das klingt toll. Also gut, zeig mir, was du drauf hast. Ende der Reise mal wieder, wie passend. Du wirst den Untergang dieses Universums erleben und zusammen mit denen sterben, die am Ende von allem noch übrig sind. Das klingt doch... Also, wir kennen ja noch nicht die anderen Optionen, aber was ist das denn? Man kann das Ende des Universums mit den restlichen paar Hanseln, die da noch rumwabern, miterleben. Da steht ja nicht, dass es mit ihren Freunden und Freundinnen passiert, sondern einfach nur mit denen. Naja, du wirst bei einem Duell gegen eine andere Hexe sterben, das ihr wegen eines dummen Streits austragt. Nein, das klingt wie, als würde es Fortuna selbst machen. Du wirst dich in ein Edelsteinschmuckstück verwandeln, das deine Lieblingsschülerin behütet. Schön. Man wird dich für die Entfesselung einer schrecklichen Kraft hinrichten, welche die Hälfte der Hexen in diesem Universum auslöschen wird.
Wir sollen ihr einen schönen Tod schreiben und das werden wir tun. Du wirst dich in ein Edelsteinschmuckstück verwandeln, das deine Lieblingsschülerin behütet. Ach, wach doch auf. Ich? Eine Schülerin übernehmen? Geschweige denn so viele Schülerinnen, dass unter ihnen eine meine Liebste sei? Das ist die unwahrscheinlichste Voraussage, die du je gemacht hast. Du bist eine tolle Mentorin, Patrice. Ach ja? Und wo taucht das in meinem Lebenslauf auf? Du warst mir eine tolle Mentorin, ebenso deinen Kindern und deinen Enkeln. Das ist nicht das Gleiche. Das ist eher Fürsorge für Verwandte. Vielleicht wirst du irgendwann milder und du vermisst es, Leuten beim Großwerden zu helfen. Das bezweifle ich, aber gut. Wie auch immer. Kannst du mir nicht etwas Aufregenderes schreiben? So funktioniert das nicht. Die Karten gewähren mir Zugriff auf eine Auswahl möglicher Zukünfte und ich blicke durch sie voraus. Kannst du dann sehen, wie viel Zeit mir noch bleibt? Nö, tut mir leid. Aber wenn es in der Wahrsagung nicht aufgetaucht ist, wird es wohl nicht so bald passieren. Nun, dann wird das wohl genügen müssen. Und? Was hältst du von meinen neuen Karten? Die sind echt cool, ja. Um ehrlich zu sein, hatte ich Tarot ein bisschen satt. Ich auch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Es wird länger dauern, von diesen Karten gelangweilt zu sein, weil ich immer neue anfertigen kann. Die Illustration, machst du die selbst? Die sind schon ziemlich klasse. Ich stelle sie mit bestehenden Arcana zusammen. Aber dabei bleibt viel Raum für Kreativität. Keine Ahnung, es macht einfach Spaß. Schön, dass du Freude daran hast. So, wir haben uns mit meinem Ableben beschäftigt. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, deines zu verhindern? Geht das schon wieder los? Na schön, was hast du vor? Ich möchte, dass du als Oberhaupt kandidierst. Nein! Ich meine es todernst. Als ich erfahren habe, dass Aidana gestorben ist und der Zirkel ein neues Oberhaupt braucht, da habe ich automatisch an dich gedacht. Deine Wahrsagungen machen dich zur perfekten Kandidatin. Deswegen war ich sauer, so spät erfahren zu haben, dass du Besucher empfangen kannst. Wir haben viel Zeit verloren, die wir in die Vorbereitung deines Wahlkampfs hätten stecken können. Das tut mir leid, aber sei's drum. Ah ja. Ein Oberhaupt muss mehr können, als in die Zukunft zu blicken, das stimmt. Aber wenn das schon realisierbar ist, dann ist das ein enormer Vorteil für den gesamten Zirkel. Wir haben herausgefunden, dass ich nicht lese, sondern schreibe. Die Verantwortung, ja, die möchte sie nicht haben. Da wird ihr aber Patrice sagen, Spider-Man, bla bla bla, das Zitat, du kennst es ja noch. Dahlia und Jasmin kandidieren bereits. Das haben wir schon mit Abrama abgesprochen, das Thema, das ist kein Grund. Also ja, am realistischsten ist gerade noch die erste Option, dass sie uns da vielleicht bessere Einblicke gewährt. Ein Oberhaupt muss mehr können, als in die Zukunft zu blicken. Ich verstehe einen Scheiß von hoher Politik. Ich bin als Herrscherin ungeeignet. Deine Wahrsagungen sind der ausschlaggebende Punkt. Und ich rede nicht davon, dass du den Zirkel leitest, so wie es die Diktatorin Aidana getan hat. Du kannst dich mit einem klugen Team umgeben oder dich sogar mit der gesamten Gemeinschaft beraten. Doch letztlich wird deine Urteilskraft die Richtung für den Zirkel vorgeben. Weißt du was? Mir ist bereits der Gedanke gekommen, dass ich ein besseres Oberhaupt abgeben würde. Aber ich dachte, aus der Verbannung heraus könnte ich das nicht hinkriegen. Schon in Ordnung. Ich werde dir helfen. Ich kümmere mich um die komplizierten Sachen. Ziehen wir es also wirklich durch? Ich bin ja ganz aufgeregt. Verlass dich drauf. Das Universum sollte besser für uns zwei gemeine Schwestern bereit sein. Na dann,
Legen wir los. Zunächst einmal müssen wir ein Programm abstecken. Ich werde ein bisschen die Lage auskundschaften und mir ein Bild der aktuellen politischen Landschaft machen. Danach können wir entscheiden, wo wir bezüglich der heißesten Themen stehen. Gut. Ja, doch, aber es geht alles ganz schön schnell. Keine Sorge, ich werde es leicht für dich machen. Wir sehen uns in Kürze. Richte deine Karten her, entspann dich ein wenig und dann bringen wir alles in Gang, sobald ich zurück bin. Geht klar. Bis bald. Tschüss. Was für eine herrische Schwester. Wem sagst du das? Das Luftsiegel schien keinerlei Einfluss auf sie zu haben. Ich bin ein wenig enttäuscht von meiner Magie. Ich würde sagen, dass Patrice mich auf ihre ganz eigene Weise verehrt. Sie hat einfach eine taffe Art, Liebe auszudrücken. So langsam glaube ich, dass ich mich auf die Seite der falschen Schwester geschlagen habe. Halt die Klappe. Jetzt geht es also richtig los. Bist du aufgeregt? Ja, eigentlich nicht, aber ich habe keine Wahl. Also aufgeregt bin ich wirklich nicht und beunruhigt auch nicht wirklich. Ich glaube, man kann die letzte Option hier schon nehmen. Nach der Beschwörung eines Behemoths ist das doch ein Kinderspiel. Oh ja, das könnte spaßig werden. Also gut, was soll ich für dich machen? Was meinst du? Möchtest du beispielsweise, dass ich Dahlia und Jasmin einen Brief zustelle, in dem du sie zu einer Aussprache über deinen endgültigen Standpunkt herbittest? Ein Treffen unter Freundinnen, bevor der Wahlkampf richtig beginnt? Eigentlich politisch eine schlechte Idee. Ich glaube, wir brauchen diesen Moment der Überraschung hier schon, weil unsere Schwester Patrice versucht ja auch gerade die Lage ordentlich abzuchecken, um mal herauszufinden, wo auch andere Leute so stehen und so. Da ist es vermutlich besser, wenn wir uns erstmal geschickt zurückhalten. Nein, das Spiel läuft. Es ist besser, sie zu überrumpeln. Oh verdammt, du bist besser auf die Politik vorbereitet, als ich dachte. Ziemlich brutal. Doch es ist die Einstellung einer Siegerin. Also gut. Ich habe genug Respekt vor Dahlia und Jasmin, um zu wissen, dass ich jedes verfügbare Mittel nutzen muss, um sie zu besiegen. Weiter nichts. Wie du meinst. Ich bin froh, dass du Patrice über mich informiert hast. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sie ist vertrauenswürdig. Da bin ich nicht besorgt. Ganz im Gegenteil. Ich bin schon gespannt auf die Zusammenarbeit mit ihr. Welche Zusammenarbeit? Ach komm, du hast einen Behemoth auf deiner Seite und willst mich nicht während des Wahlkampfs einsetzen? Erzähl deiner Schwester einfach von meinen Fähigkeiten. Sie nutzt sie bestimmt klug. Ich kann doch Leute ausspionieren, schmutzige Dinge ausgraben, das kosmische Rad leicht für uns drehen. Na schön. Ich schätze, das könnte sehr hilfreich werden. Aber mach bloß nichts ohne unser Einverständnis. Selbstverständlich. Es mag vielleicht nicht so wirken, aber ich bin ein Teamplayer. Ja, klar. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal eine Weile hinlegen. Ich muss mich ausruhen, bevor ich mich dem Schlamassel widme, den ich mir eingebrockt habe. Wir unterhalten uns später. Du träumst. Du bist alt und von 11 Kindern umgeben. Sie sind Waisen von verschiedenen Planeten, die du adoptiert hast. Du bringst ihnen ein sehr komplexes Brettspiel über Hexerei bei. Alle schlafen während des Erklärens ein. Und du? Du bist ziemlich enttäuscht. Damit endet also unser heutiger Part mit diesem Traum von Fortuna. Und ich find's super cool, dass wir jetzt mehr über ihre Beziehung zu Patrice wissen und dass die auch wirklich in das Spiel nochmal mit eingreift.
Aber ich bleibe dabei, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht wirklich aus Fortunas Sicht heraus spielen, sondern dass das hier eine Fiktion ist. Mal gucken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, lasst uns gemeinsam am kosmischen Rad drehen. Bye bye.